Wir bauen ein Storyboard-Template in Clip Studio Paint EX. Beginnen wir mit dem Format. In der Filmindustrie werden Querformate oder Hochformate mit unterschiedlichsten Layouts verwendet. Wir konzentrieren uns auf ein gängiges Querformat in Druckauflösung mit einer 2x3-Panel-Anordnung. Ich verwende die Workspace-Grundeinstellung für diesen Kurs. Bei Bedarf könnt ihr den Workspace auf die Grundstellung zurücksetzen, und zwar im Hauptmenü unter Window, Workspace, Reset to Default.